Servus Leute, zurück zu Let's Play Binding of Isaac Rebirth. Das letzte Mal. Weiß ich nicht, was passiert ist. Ist schon zu lange her, die Aufnahme. Aber was ich weiß, zwischendrin habe ich ohne Aufnahme gespielt und es ist jetzt als letztes freigespielt worden, dass das Spiel jetzt einen Schwierigkeitsgrad höher ist. Heißt, wir werden öfter Bosse antreffen, wir werden öfter bunte Gegner, also Spezialgegner treffen. Und härtere Gegner. Juhu! Das wird toll! Und um das noch zu versüßen, werden wir diesmal mit Kane spielen. Der hat ähnliche Stats wie Isaac, bloß ein Herz weniger. Dafür hat er das Item Luck Food direkt schon. Luck Food bewirkt, dass er mehr Glück hat. Mehr Glück, also anstatt Maggie mit mehr Leben. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Okay, dort oben würde ich gerne rein, aber nur, wenn ich Herzen finde. Sonst ist es sehr risky. Ah, ein Schlüssel. Das ist schon mal gut. Ein Haufen Code. Toxic Blast plus 5 Bomben. Toxic Blast. Gibt es für Bomben oder wie? Waren die immer schon so schwach, dass sie mit einem Schuss draufgehen? Ah, Money! Oh, scheiße, Gold machen, nenne ich das. Ja, das ist eine blöde Situation, wo ich gerade bin. Ich muss hier raus. Okay. Dich erwische ich auch. Genau. Ohne Problem. Nichts Interessantes. Hätte ja sein können, dass da ein Gegner drin ist. Eigentlich hoffe ich da immer drauf, dass da Gegner drin sind hier drin. Och, ihr seid so süß. Ach, das sind doch gute Gegner, nicht wahr? Solchen Gegnern. Die sind so herausfordernd. Na gut, später werden sie schwieriger. Ah. Okay. Das ist also der Effekt von Toxic Blast. Da ist kein besonderer Raum, dann müsste er oben sein. Bomben sind anscheinend jetzt stärker. Und ich habe eine echt bequeme Anzahl an Bomben, um sie auszutesten. Oh, in den Katakomben kann ich diese Bomben sehr gut gebrauchen, um Pilze zu sprengen. Na gut. Jiminy. Ein bunter Jiminy. Ich treffe ihn nicht. Ein bunter Jiminy ist meistens stärker. Komm, stirb. So, jetzt Rage, Baby. Rage. Nur die Balance halten. Essen. Yes, Hundefutter. Ich liebe es. Dinner. Mehr Leben. Ja, ich habe ja gesagt, wenn ich mehr Leben habe, dann gehe ich in den Raum rein. Oder wenn ich Leben finde. Da habe ich auf jeden Fall ein halbes Herz und ich glaube, habe ich nicht noch irgendwo ein halbes Herz rumgelegen? Habe ich schon geholt? Na, klasse. Spinnen. Ich hasse... Spinnen sind meine Feinde in diesem Spiel. In Real Life liebe ich Spinnen. In diesem Spiel sind sie... Die sind einfach... Ich treffe sie einfach nicht und sie charge mich an. Für eine Bombe habe ich das gemacht. Super. Na also. Zumindest darauf kann man sich verlassen. Ah, das ist doch nice. Okay. Ein Schlüssel extra.
Na, war das Herz. Wusste ich doch. Okay, komm. Ich hab die Bomben. Ah, ja. Ich hab's in dem Moment, als ich sie gelegt habe, schon wieder bereut. Ich sollte sie mir echt für die Katakomben aufheben. Gegen die Pilze. Okay, wir sind eingesperrt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Kane hat so eine Augenklappe. Merke ich jetzt das? Okay, jetzt hält dieses kleine Viech schon einen Schuss mehr aus, wie es scheint. Garstig. Die Spinnen sollten sich mal ein Beispiel an denen machen. Die sind viel einfacher. Noch mehr Kot. Ich hab doch schon Kot gesammelt. Ich brauche kein Kot, ich brauche irgendwelche geilen Items. Plopp. Na, kann ich einen Scheiß aufproduzieren. Toll. Das Item ist so nützlich. Ich hab's nur mitgenommen. Ja, weil ich es erstens muss, nachdem ich es aufgehoben habe, und zweitens habe ja nichts Besseres. Und vielleicht ist ja da mal was drin. Doch Glück ab. Da muss doch mal was drin sein. Der Lackfood wurde, glaube ich, genervt. Der hat nämlich auch bewirkt, dass man keine schlechten Karten in dem Run finden kann. Das war dann wahrscheinlich... Nee, Pillen meine ich. Keine schlechten Pillen. Ich glaube, in dem Fall war er dann zu stark. Machen wir erstmal den Gegner. Monster. Mit ein paar Pestbeulen. Nicht sehr. Boah, ich denke da, und wenn er das macht, das ist Monster 2. Monster 2 kann noch einen Charge machen, wenn ich in der Waagrechten zu ihm bin. Wow. Das hat mich jetzt erschrocken. Das muss ich zugeben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ja, die können ja explodieren. Stuff. Oh, das ist wirklich Stuff. It glows with power. Two of Diamonds. Erstmal das da. Nein! Ja, beim nächsten Mal weiß ich's. Oh, Full of Diamonds ist also Geld. Ah, schwarze Herzen. Das Blöde ist, wenn man da rausgeht, kann man eventuell nicht wieder rein. Also nehmt die schwarzen Herzen mit. Vielen Dank. Ja, ist zu. Aber wir haben noch hier noch was zu erkunden. Ich habe ja jetzt 3 Schlüssel. Schauen wir es mal unten rein. Okay, ich kann spenden. Die nehme ich mit. Was das ist, werden wir bestimmt nochmal sehen. Das werde ich euch auf jeden Fall... Oh, was sehe ich denn da? Mr. Mega! Da war so ein silberner Stein. Leicht gräulicherer als sonst. Und da ist normalerweise was Gutes drin. Also wenn man den sprengt. Mr. Mega! Keine Ahnung, wer Mr. Mega ist. Sah aus wie eine Bombe. Noch ein Bomben-Item. Yay.
genauso eine. Wobei, ich weiß nicht. Bessere Bomben ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Muss man sich ja. Zusammen mit dem Luckfood ist nämlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich eine gute Anzahl an Bomben sammle. Ja, das mit den Diamonds, Two of Diamonds, hätte ich mir bis zum Schluss aufheben sollen. Wenn ich hier alles geplündert habe. Habe ich hier schon geschaut? Ach, nee, keinen Schauen mehr. Keinen Schauen mehr. Bomben aussparen. So. Ah, jetzt habe ich die Leiter, glaube ich, gar nicht gezeigt. Egal. Da kommen wir noch dazu. Ich muss mir bloß selbst merken, dass ich sie habe. Ein Haufen Kohl. Nein, eine Perücke. Sonst ist doch ein Mann. Egal. Manchmal ist da ein Haufen Kohl drin. Im Geschäft. Hier ist die Brücke nützlich. Der Hanged Man. Das macht mich... Ja, das macht die Brücke. Ich kann ein Feld mit so einer Brücke überqueren. Das ist echt gut. Das ist, glaube ich, die 7 Gold, die es reduziert gekostet hat, auf jeden Fall wert. Hier 2 kann ich leider nicht überspringen, aber das ist okay. Ah, 7 Gold. Auch noch reduziert. Dementsprechend. Oh, das ist ein... Das ist... gefährlich hier jetzt. Der darf nicht da zu mir... Sonst trifft er mich vielleicht. Kot! Habe ich da überhaupt jemals schon was rausbekommen? Das war schlecht. Oh, kommen die nicht auf die Brücke? Ausprobieren? Scheinbar nicht. Das ist auch interessant. Das gefällt mir. Ich frage mich aber bis jetzt noch, ist es ein spezieller Effekt, dieses Giftgas, oder macht es wirklich irgendwas mit den Gegnern? Außer sie zu töten, natürlich. Dank der Brücke kann ich hier alles einsammeln. Ohne irgendwas einsetzen zu müssen. Erstmal will ich hier weiterschauen. Auch hier wieder wird die Brücke nützlich. Ohne eine Bombe einsetzen zu müssen. Komm schon. So, aber jetzt brauche ich wirklich extrem dringend ein Item, das mich irgendwie stärkt. Komm, Glück. Ja. Nein. Speed up ist schlecht. Speed up ist das, was ich am wenigsten will. Außer ich habe mal Speed down bekommen. Und Range up? Ja, Range up ist okay. Und dass ich kleiner bin, ist auch okay. Das bedeutet nämlich, dass sie auch mich schwerer treffen. Eine leere Flasche. Das wäre eine Option wert. Das ist doch die Flasche, die das Leben sammelt, oder? Wenn ich zu viel Leben habe, kann ich damit das einsammeln und das nutzen? Oder sowas? Schauen wir mal, wie viel Gold ich hier noch sammle. Cent. Das ist wirklich eine Option. Wobei, hier könnte ich den Haufen Kot. Oh, cool. Jetzt weiß ich, was das Item dort unten macht. Das hat eine 5%ige, oder ich glaube 5%ige Chance, wenn ich getroffen werde, den Effekt von Necronomicon zu spawnen, der allen Gegnern in diesem Raum... Oder halt in dem Raum, wo ich mich befinde, großen Schaden zufügt. So, schauen wir mal. Party on! Ah, die sind auch garstig, die sind schnell. Wobei, ich bin jetzt auch schnell. Ich bin zu schnell. Ich kann schon nicht mehr gut kontrollieren, wie schnell ich mich bewege. Das wird mein Verhängnis, würde ich euch sagen. Speed 2. Das ist die perfekte Geschwindigkeit für mich. Ich kann da allem wunderbar ausweichen.
Aber hier ist besser. Und sterb. So, alle zusammen. Ah, das ist der Effekt davon. Die werden benebelt. Man sieht hier gerade, ich habe noch kein Damage abbekommen. Ich habe noch nichts verbessert bekommen. Weder Speed der Schüsse, noch Anzahl der Schüsse, noch Damage ab. Und das wird mir langsam ein Problem. Das ist ganz schlecht. Mir nicht so nah. Oh. Da hätte jetzt ein Damage-Up-Item vom Teufel drin sein müssen. Der Teufel ist auch nicht auf meiner Seite. Unfair. Alles hier absolut unfair. Oh, verflucht. Nein, nein. Nicht nochmal die Laus. Na gut, hier, das ist kein Problem mit meinem Speed. Die sind überraschend wenig Pilze bisher. Das ist traurig. Ich will einen Fliegenpilz, einen roten. Der macht alles vorbei. Noch mehr Speed up. Boah. Ich will Pillen. Ich will Pillen, die mich langsam machen. Pillen, die Speeddown geben. Das wäre mein Traum jetzt. Ups, da komme ich ja gar nicht weiter. So, ich habe 26. Ja. Ja. Das ist besser. Dann gehe ich mal sammeln. Warte mal, wo waren Herzen? Da ist keins, da ist eins. Schlupp, eins. Muss ich jetzt überall sammeln gehen? Ne, hier sehe ich keine Items mehr. Da unten ist noch eins. Ich frage mich bloß, wie das eingesetzt wird. Zwei, ich glaube vier. In den Kommentaren hieß vier, kann ich damit speichern. Ja, und das ist halt dementsprechend besser als Yams Hartes. Ja, dann stimme ich dem zu. Poli Dingsbums, Double Trouble. Okay, ich bin zu schnell. Ich muss denen Zeit geben, in meine Nähe zu kommen, sonst kommen die nicht raus. Oh Gott. Mit so wenig Schaden, wie ich denen mache. Oh. Ich muss, glaube ich, mit Bomben arbeiten. Krieg die doch sonst niemals down. Verflucht. Ernst jetzt? Aus dem Rücken wurde ich angeschossen. Oh, was passiert, wenn ich jetzt das einsetze? Ah, okay, so funktioniert das. Dann release ich. Na klar, hat gebracht. Mom's Coin Pierce. Okay, Speed down bitte. Nein! Jo! Ah, ja. Tier ist ab. Oh, yeah. Wobei, Maximum Leben. Ja, besser.